Frank von Giga, mir ist neulich etwas widerfahren. Nichts ahnend machte ich morgens den Computer an und plötzlich war da etwas Neues. Und zwar unten in der Taskleiste befand sich plötzlich eine Wetterinformation. Tja, wie geht man jetzt damit um? Wie verhält man sich dazu? Und vor allem, wie kriegt man das wieder weg, wenn man es weghaben will? Das alles verrate ich euch jetzt nach dem Intro. Es gibt gute Gründe, dieses neue Windows 10 Wetter-Widget zu mögen. Ich meine, da sind ja immerhin Verkehrsinformationen drin, das Wetter, Nachrichten, Aktienkurse und so weiter. Es gibt aber auch gute Gründe, es nicht zu mögen. Und welche das sind, verrate ich euch jetzt in einer, Achtung, einminütigen Mini-Tirade. Erstmal ist das Teil ungefragt da und nimmt mir wertvollen Platz auf der Taskleiste weg. Okay, es enthält eine Information, nämlich dass jetzt gerade an einem Mittag bei herrlichstem Berliner Frühsommerwetter Wolken den Mond bedecken und 13 Grad draußen herrschen. Ach so, du zeigst mir das Wetter für Seattle an. Keine Frage, ist ja meine Schuld, dass du mir lieber das Wetter eines random Ortes anstatt nichts anzeigst. Aber vielleicht kannst du mir ja mal erklären, warum die Schrift da so unscharf ist. In dem Zuge lass mich doch bitte auch wissen, warum ich, wenn ich mit dem Mauspfeil draufgehe, nein, nicht klicke, hovern und eine Sekunde warten reicht, mir Neuigkeiten angezeigt werden. Super, mehr Content-Trash, für mich irrelevante Aktienkurse und Horoskope. Ja, okay, ich kann das Ganze auch mit meinem Microsoft-Account koppeln, auf dass sich der Kram besser an mich und meine Surfgewohnheiten anpasst. Nett von dir. Und wenn ich dann doch mal auf was draufklicke, öffnet sich der Link netterweise auch gleich im Edge-Browser. Warum auch darauf Rücksicht nehmen, dass ich Chrome als Standardbrowser auf meinem Rechner eingestellt habe? Danke, liebes Windows 10 Wetter-Widget. Danke für nichts. Wenn ihr das Ganze so seht wie ich, dann könnt ihr das Ganze auch ausschalten oder zumindest anpassen. Anpassen geht folgendermaßen. Ihr öffnet die Nachrichten und klickt oben auf den Verwalten-Button. Hier könnt ihr nun die Themen auswählen, die bei euch in der Newsliste erscheinen sollen. Einzelne Widgets könnt ihr mit dem Drei-Punkte-Menü anpassen oder eben entfernen, also wenn ihr Glück habt, denn das funktioniert nicht immer reibungslos. Um es ganz auszuschalten, klickt mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste, wählt Neuigkeiten und interessante Themen und dann in dem Untermenü könnt ihr das komplette Ding deaktivieren. Okay, also meinen Standpunkt kennt ihr jetzt, aber ich bin natürlich auch daran interessiert, wie ihr dazu steht. Findet ihr das Feature gar sinnvoll oder findet ihr es auch so überflüssig wie ich? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, gebt uns gerne ein Like. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!